Das Ding ist halt auch einfach, wie ich es in meinem Video gesagt habe. Warte. Da. Es ist ja nicht so, als ob ich als Fan von Spielen wie Bayonetta 3 und Devil May Cry halt so die fette Auswahl habe an Videospielen, die rauskommen. Sondern ich muss halt legit einfach das nehmen, was ich kriegen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn so ein Spiel angekündigt wird, freue ich mich bei Default schon mal richtig doll. Wenn es dann natürlich auch Spiele aus Serien sind, die ich halt mag, wie Devil May Cry und Bayonetta, dann freue ich mich natürlich noch mal mehr. Daher, ja, mega gut. Oh, warte. Ja, das fand ich halt auch so witzig, dass sie halt meinten so, ja, die so im Winter rauskommen. Und mit Winter verbindet man ja normalerweise eigentlich so Winter 2021, so bis Weihnachten. Und dann kommen halt nur Spiele, die 2022 rauskommen. Das ist meine Reaktion darauf. Ansonsten... Ja, keine Ahnung, ich habe ja mein Video gemacht, habe ich ja gesagt, was ich dazu zu sagen hatte. Makrele, danke für deinen Sub. So, wir müssen mit dem Dude hier reden. Hallo Long, langsam aber sicher bin ich an einem Punkt, an dem ich meine Muskeln nicht mehr weiter stehen lassen muss. Ich würde gerne einer neuen Sache nachgehen. Was ist das denn für ein schöner Bogen, den du da hast? Kannst du bestimmt sehr gut damit umgehen? Natürlich kann ich mit einem Bogen umgehen. Und du wüsstest, was für Spannkraft ich einfach habe, Alter. Damn. Du bist unglaublich, Long. Ich könnte 3000 Liegestütze machen und wäre nicht mal annähernd so stark wie du. Dann zeig mir doch mal, was du mit dem Bogen alles drauf hast. Ich werfe einfach hab. Ja, los geht's. Ich werde 90 Sekunden lang Kürbisse in die Luft werfen. Für jeden Treffer bekommst du 10 Punkte. Okay. 20. Ja, natürlich. Du musst ja auch die Kürbisse irgendwo finanzieren. Das kann ich total nachvollziehen. Was hätte ich von der Switch OLED? Ich finde sie fucking nutzlos, aber ich hätte trotzdem gerne eine. Oh, fuck you, Alter. Hä, das ist voll schwierig, Mann. Was ist das für ein Quatsch? Scheiß Motion Aiming. Worst shit ever. Imagine, Mann. Okay, warte, wir machen das jetzt richtig. Vielleicht sollte ich das nicht auf dem Boden zielend machen. Ey, das ist voll nicht einfach. Das ist voll kacke. Dude, what? Da muss man 600 Punkte kriegen, Alter. Was? Einfach nur. Yo! What? Ey, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, Brudi. Können wir das nochmal machen? Jetzt ist es eh schon gelaufen. Immerhin 210 Punkte. Halt, mach mir das erstmal nach. So, das dürfen wir jetzt so lange machen, bis wir es geschafft haben. Sari, danke für den Sub. Okay, Bitch, let's go. Okay, das war der Versuchsdings. Dieses Scheißspiel. Hä, ist das dein fucking Ernst, Alter? Wie wär's, wenn du einfach mal zielen könntest, Dude? Wirklich?
Oh Gott, diese fucking Motion Controls auf dieser scheiß Konsole funktionieren halt auch einfach nicht. Mann! Das ist doch ätzend, ey. Das ist so scheiße. Oh mein Gott, so. Also halt wirklich. Holy shit, das ist richtig the worst thing ever, Mann. Damn, ich komm gar nicht schnell hinterher, so. Das ist voll weird, Mann. Oh mein Gott. Wie? Dude, was ist dein scheiß Problem, Mann? Come on, so. Hey, das ist nicht... Ist das dein verfickter Ernst, Bruder? Ist das dein scheiß Ernst? Boah! Was ist das? Was zum Fick? Das kann nicht dein scheiß Ernst sein! What? Bro, come on, so! Es ist nicht... Schmeiß die halt einfach dahin über die fucking Mauer! Was zum Fick? Bro, come on, ist das dein Ernst? Oh, ey. So. Die Mother hat mich geradet mit ganzen drei Leuten. Das ist mit dem Joystick nicht besser. Das ist einfach ein beschissenes Scheißspiel. Das ist halt... Das ist, oh, ey. Kann ich schon... Ich will das fucking lassen, Alter. Oh mein Gott. Ey, dass man den Fake aber halt auch nicht einfach direkt neu starten kann. Meine Güte, ey. Ich meine, hätte ja klappen können, dass ich einfach da drauf schieße und dann hat sich das, Mann. Du musst 600 Punkte kriegen, um das Herzteil zu kriegen. Das Problem ist halt, dass er irgendwann anfängt, einfach die Teile da oben zu schmeißen und so. Okay, nice. Finde ich richtig gut von dir, Brudi. Kann ich einfach dahin zielen und wenn er wirft, dann kann ich das einfach so machen, Alter. Das geht tatsächlich. Sehr gut.
Was für ein Quatsch! Nein! Oh, das ist okay. Okay, jetzt habe ich das Timing verkackt. Oh, Dude, wirklich? Come on! Weißt du, auch richtig geil ist es, wenn sich dieser ganze Motion-Scheiß von selber bewegt, ohne dass du dich bewegst. Die ganze Zeit wanderte das Zielding einfach mal weiter nach rechts, Mann. Fucking ätzend. Bro, sei nicht so dumm asozial. Mann. Halt da schon wieder, es bewegt sich die ganze Scheiße schon wieder so nach fucking rechts, Mann! Bist du bescheuert, Alter? Mann, halt doch einfach still so! Ätzend. Oh mein fucking Gott, ey. Ich krieg das mit dem Timing nicht hin, Mann. Dude, ey, come on. So, wenn er da unten ist. Oh, das ist scheiß Motion Control Scheiße! Mann! Was soll das denn? Hey, was ist das für eine Scheiße, dass ich diese dumme Kacke jedes Mal wieder nachjustieren muss? Gott! Man würde meinen, dass das halt einfach super easy ist, aber nein, es wandert die ganze Zeit so ein bisschen nach oben, dann muss ich mal ein bisschen nach unten gehen. Dann scheißt sich das ganze dumme Zeug wieder ein und geht irgendwo anders hin, wo es überhaupt nicht sein sollte. Dann muss ich die Scheiße wieder irgendwie neu justieren und alles geht wieder nicht. Während ich diese dummen fucking scheiß Kürbis von diesen dummen Idioten treffen muss. Bro, was zum Fick ist das für ein Müll? Oh mein Gott, so. Das ist doch nicht okay. Ah. Oh. Das pisst mich halt richtig an. Wenn es denn wenigstens richtig funktionieren würde und ich würde es nicht treffen, dann kann ich ja sagen, okay, scheiß drauf, bin ich halt einfach zu kacke. Aber wenn ich einfach die Hand fucking ruhig halte und die Kamera ständig so ein bisschen nach links und wieder nach rechts geht und dann will sie sich plötzlich nach oben justieren, wenn ich weiter nach unten bewegen muss, fuckt halt
ultra ab, Alter. Meine Fresse, ey. Gott. Halt jetzt schon wieder so. Jetzt muss ich die ganze Zeit wieder irgendwie so kacke nachjustieren. Weil sich diese dumme Scheißkamera einfach denkt, ah, fuck it, Alter. Was soll's so? Schau mal, wie ich den scheiß Joy-Con mittlerweile halte. Das fing so an. So habe ich den gehalten. Das bin ich irgendwie so, weil ich diese dumme Kacke die ganze Zeit nachjustiert. Mann, ey. Kann ich den ganzen Motion-Scheiß ausmachen? Okay, fuck this, Alter. Was für ein dummer Kackmüll, Alter. Weißt du... Oh, von Anfang an gesagt, dass diese Scheiße in diesem Spiel nicht funktioniert. Wer hätte gedacht, dass sie nicht funktioniert, Mann? Okay, wo muss ich jetzt hinzielen? Circa hier so, oder? Bisschen nach... Keine Ahnung, da... Wenn man jetzt noch das Timing hinkriegen würde, wäre alles richtig cool. Ist das dein Ernst, Alter? Warum bewegt er sich so krass nach oben, Mann? Thank you.
Oh mein Gott! My fucking Gott, danke! Oh, was für ein Müll! Dieses dumme Scheißspiel! Oh, oh Gott! Oh, nicht cool, Alter! Nicht fucking cool so! Ein Mann, oh mein Gott! I can't believe, man! Uff! Lass mich bloß in Ruhe, Alter! So, machen wir das wieder an, weil Motion Controls sind großartig. Meistens. So, das haben wir. Dann müssen wir als nächstes zu dem einen Lehrer-Dude, weil der hat auch irgendwie Sachen, die er irgendwie haben möchte. Dafür sollst du Schmerzensgeld bekommen. Ey! Ich sag die ganze Zeit schon, dass die Motion Controls in diesem Spiel so absolut beschissen sind, weil die Switch einfach keinen Referenzpunkt hat. Und deswegen brauchst du einen fucking Referenzpunkt. Und sonst wandert einfach die Scheiße nach links, rechts, oben, unten, wie das Ding gerade beim Nachjustieren Bock drauf hat. Oh, nee, ey. So fucking ätzend. Okay, das ist nur das Badezimmer. Wo ist denn der Dude? Hä, sind die nicht oben? Aber der war das. Ich weiß es nicht. So, Brudi. Jo. Mach weiter so. Okay, cool. Anscheinend brauchst du das doch nicht. Oder muss ich da vorher was anderes noch machen?
Ach nee, das ist der gar nicht. Das ist der mit den weißen Haaren, nicht mit den braunen Haaren. Ups, falscher Dude. Hier ist der richtige. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, 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 bam. Da bist du ja lang. Kannst du mit Narisha sprechen? Ah, oh, das ist großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Ein Gehirn? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr werdet beide bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleibe stark. Übrigens, ich habe eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen hier im Wolkenhort vollkommen gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du für mich? Natürlich. Bin sicher, dass du mir helfen würdest, neue Pflanze suchen. Ich kann die Pflanze, die die Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, müsste ich dieses Objekt aus der Aurasuche entfernen. Soll ich die Änderung vornehmen und die Aurasuche so einstellen, dass du der Pflanze... Beep, beep, beep. Der Wohlgebieter. Ding Dong. Okay, cool. Okay, cool. Den Boss Rush mache ich übrigens nicht nochmal, weil fuck this, Alter. Es ist halt legit einfach nur noch die Bosskämpfe und das tue ich mir nicht an. Okay, vielleicht tun wir es uns an, wenn ich mega fucking witzig drauf bin, aber... Ey, I don't care, man. Ach, im Boss Rush ist auch noch ein Herzteil. Da komme ich ja gar nicht drum herum. Oh. I just want to die. Ey, ich habe so viel Spaß mit dem Spiel, es ist unglaublich. Selten habe ich ein Spiel gespielt, das mir so viel Spaß gemacht hat. So fucking viel Spaß hatte ich schon seit mindestens 10 Minuten nicht mehr, als ich auf ein fucking Lego getreten bin, Mann. Richtig viel Spaß hatte ich in dem Moment. Keine Ahnung, irgendwie soll ich mich in den Osten des Waldes begeben. Ich gehe mal nach hier. Schauen wir mal. Nachtschwimmen, danke für deinen Sub. Stress es richtig aus. Ey, ich bin so fucking done mit diesem Spiel einfach. Es ist einfach echt. Ich wollte ihm echt eine richtig gute Chance geben und mir so denken, boah, geil, vielleicht war ich damals einfach nur ein bisschen verblendet und halt Twilight Princess hat mir am Ende des Tages ja doch noch gefallen, aber nee, ey, es ist halt einfach nur bad, so, es ist halt einfach, oh, das war nicht mal geplant, aber schön, nice, ey, so am Ende des Tages sitze ich hier so und denke mir halt, weißt du, manchmal ist das Leben einfach echt nicht schön. Don't bite me. Hey Ingrid, was für ein Surprise. Wie komme ich eigentlich nach da oben? Muss ich von dem Baum da irgendwie runter? Sehr mysteriös. Ah, da komme ich, so komme ich dahin. I get it. Also Twilight Princess ist weiterhin nicht auf meiner Liste meiner favorisierten Zelda-Spiele, aber ich finde es halt nicht mehr so furchtbar wie sonst. Also ich fand das halt ultra kacke für eine Weile und nachdem ich es dann nochmal durchspielen konnte, weiß ich nicht, irgendwie hat's geklickt. Irgendwie hat's dann doch irgendwie Bock gemacht. Und das hier, ey.
Ah, so, ich muss zu Kombu. Wie komme ich zu Kombu? Wahrscheinlich da hinten. Oh, du bist es wieder. Kombus kleine Schultern tun weh vom Verstecken. Ah, armes Ding. Ja, das Leben in ständiger Gefahr macht Kombu müde. Du kannst das wohl nicht verstehen. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Kombu glaubt das irgendwie nicht. Muss Kombu wirklich sein Leben lang sich immer nur verstecken? Kennst du irgendwelche Orte, an denen Kombu leben kann und sich ohne sich immer verstecken zu müssen? Ja. Das ist wundervoll. Nimm Kombu mit. Sofort. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich hatte es jedoch für möglich gehalten, dass Ortis dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den... Sehr wohl, Gebieter, ich werde den Roboter rufen. Ich habe zum ersten Mal Undertale gespielt, die Musik ist so gut, Pock. Ey, die Musik von Undertale bombt halt richtig hart, Mann. Das Spiel hat richtig gute Musik. Oh, verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Diesen Knilch soll ich nach oben bringen? Du bist mir im Weg, grüner Wicht. Mach die Fliege, aber hurtig. Hurtig. Verstanden. Ich werde oben auf euch warten. Bis später. Bye, bye. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist. Bla, bla, bla. Okay. Let's fucking go, Alter. Ey, die Metroid-Amiibos wurden verschoben. Ich bin der saddeste Mensch. Ich fand die so cool. Ich habe extra dieses Double-Pack bestellt, damit ich geil bin die ganze Zeit. Jetzt sind sie einfach verschoben worden. Ah. Ey, ich bin so pissed, dass ich den Metroid 2 Amiibo nicht habe, wo Samus irgendwie so auf dem Boden sitzt und so die Kanone nach oben hält. Hätte ich auch gerne gehabt. So, habe ich nicht gewusst, dass der rauskam. Fand ich cool. Oder halt diesen Amiibo, wo das Metroid aus so einem ausgebrochenen Container da irgendwie so drauf ist, den ich mir nachgekauft habe für mehr Geld, als er wert sein sollte. Fänd ich ein bisschen cool. Also fand ich cool, deswegen habe ich mir gekauft, aber halt dieser Samus-Amiibo, der ist halt echt schon richtig, richtig insane cool. So. Die Lieferung ist da, ein seltsamer kleiner Q, bitte sehr. Ruf mich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, verehrte Fei. Das, was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder noch ein Tier? Dies ist wohl eine der größten Entdeckungen aller Zeiten. Oh, das ist großartig. Es gibt also doch noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forschungsdrang in mir wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Long. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, wenn du neu eine seltsame Pflanze findest. Ich habe vergessen, wie viel wir davon nochmal brauchen. Ich glaube, es kann nicht mehr so viele sein. So, als nächstes... Fässer für Gruß in die Küche tragen. Okay, das können wir nicht mehr machen. Erledigt diese 2 Minuten in Anspruch nehmende Nebenaufgabe direkt, nachdem ihr das erste Mal links Zimmer verlasst und den Flur betretet. Kurze Zeit später ist Gruß nicht mehr hier und die Aufgabe verfällt quasi. Geil, wir haben ein Ding weniger, was wir machen müssen. So, Suppe für Schwertmeister. Kommt in einer leeren Flasche, heiße Portion Kürbissuppe, Schwertmeister Aquila, Übungshalle Wolkenhort. Okay, ich glaube, das müssen wir noch machen. Ich bin mir nicht sicher.
Ah, nee, warte. Sonntag um 7 in die Schule. Imagine, Alter. Ich hab heute locker irgendwie 18 Stunden geschlafen oder so. Ich war so kaputt einfach. Muss ich eigentlich nochmal hin? Da vorne, genau. Ey, ich würde einfach ein Bein dafür bezahlen, dass ich Wind Waker auf der Switch spielen könnte. Das wäre halt richtig cool. So, wir haben 5 Minuten Zeit. Let's go. Ich hätte übrigens auch mega gerne die Metroid Returns Special Edition, aber die habe ich auch verpasst. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich einfach alles verpasst aus dieser Ära. Fand ich ein bisschen sad, aber was soll's. Wie viel steht noch an bei Zelda? Eigentlich nur noch Sidequests, die Goddess Cube suchen. Und dann sind wir eigentlich durch. Also, dann fehlt halt der letzte Dungeon und dann sind wir beim Ende. Dark Jojin, danke für deinen Sub. Es gibt voll viele, die Wind Waker nicht mögen, kann ich nur verstehen. Ich meine, es gibt voll viele, die Skyward Sword mögen, was ich halt auch nicht verstehen kann. Also gar nicht einfach. Kann ich null nachvollziehen. Okay, Doodly-Doo. Kürbissuppe? So ist es. Bitte sehr. Ey, stell dir vor, du äckst einfach so eine Suppe. Mm-mm. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richtig den Besitzer der Kürbis beim Messblank aus. Okay, cool. Haben wir unsere Schuld jetzt beglichen? Ich habe mir sowohl die Metroid Dread Amiibos als auch die Special Edition besorgt. Oh, warte, ich muss da. Nee, da muss ich gar nicht rein, ich muss noch da. Die Dread-Sachen dachte ich mir, lasse ich mir einfach mal nicht entgehen. Das Ding ist, die Special Edition. Warte, ich erinnere mich wieder. Die Special Edition habe ich tatsächlich bei Nintendo angefragt und die meinten auch so zu mir, ja, die schicken wir dazu und dann haben sie es einfach nicht gemacht. Und dann habe ich so nachgefragt, ob die noch kommt und meinte so, nö, die haben wir nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, danke für nichts, Alter. Hat mich vielleicht ein bisschen sad gemacht, so. Yeah.
Hohoho! Was passiert denn, wenn man Kürbisse in der Nacht erntet? Hi. So, hilfst du bei der Kürbisernte? Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ha, ha, ha. So, 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen, okay. Das ist doch auch wieder so ein Ding, wo ich gleich einfach richtig kotzen werde, oder? Okay, das ist... Uff. Ist das dein Ernst? Ich kann diese Message nicht skippen. Warum ist einfach jedes Minigame in diesem Spiel irgendwo scheiße, Alter? Wie soll ich sie nicht fallen lassen? Ich kann nicht weiter nach rechts gehen. Bro, was ist das schon wieder? Hä, wie soll ich da rumkommen? Wie soll ich da unten hin? Ich muss doch nach da unten, oder? War's das? Muss ich das jetzt jemals wieder machen? So, okay. Hi. 20 Kürbisse kaputt, 5 im Lager, schlechtes Geschäft. Ja, ist halt echt so, ey.
So, dann müssen wir jetzt schlafen. Kann ich da den Amiibo verwenden? Ah, nein! Ah. Pass auf, jetzt geht das tatsächlich schneller, als wenn ich auf den Vogel hüpfe, um dahin zu fahren. hinzufliegen. Watch it happen. Sick. Ging bestimmt. Ich rede mir ein, dass es jetzt wesentlich schneller ging, als wenn ich da so hingeflogen wäre. Ach, fuck. Einmal zielen, richtig. Das wäre mein Traum. In der Schweiz ist halt alles teurer, aber in der Schweiz verdienen die Leute doch auch im Durchschnitt wesentlich mehr, oder?